In die Verhandlungen um eine Feuerpause im Gaza-Krieg kommt offenbar Bewegung. Die Hamas kündigte an, dass morgen eine Delegation nach Kairo reisen werde, um dort auf einen israelischen Vorschlag zu antworten. Ägypten vermittelt zwischen Israel und der Terrororganisation. Bislang waren alle Versuche, ein Abkommen zu erreichen, gescheitert. Israel hatte die Freilassung aller festgehaltenen Geiseln gefordert. Die Hamas eine dauerhafte Waffenruhe und einen Rückzug der Armee. Der Gazakrieg hat an vielen US-Universitäten anti-israelische Proteste ausgelöst. Seit Tagen gibt es Demonstrationen und Zeltlager, auch gestern wieder. Bei der Räumung eines Protestcamps wurden allein an der Northeastern University in Boston mehr als 100 Menschen festgenommen. Die Protestwelle richtet sich nicht nur gegen das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen, sondern auch gegen die Unterstützung Israels durch die USA. Die US-Universitäten kommen nicht zur Ruhe. Am Wochenende haben Polizisten wieder pro-palästinensische Camps an mehreren Universitäten geräumt und Demonstrationen aufgelöst. Mehr als 200 Menschen wurden dabei festgenommen. Angefangen hatte der Protest vor anderthalb Wochen hier an der Columbia University in New York. Seitdem haben sich Dutzende Universitäten im ganzen Land angeschlossen. Viele Protestierende betrachten Israels Militäreinsatz in Gaza als Völkermord. Die Uni muss sich aus allen Unternehmen zurückziehen, die vom Genozid und der Vertreibung von Palästinensern profitieren. Unter die Proteste mischen sich offenbar auch Aktivisten von außerhalb der Unis. Es gibt Berichte über antisemitische Slogans und Vorfälle. Jüdische Studierende fühlen sich nicht mehr sicher. Hier rufen Leute, Zionisten seien nicht willkommen und Zitat, Tod dem jüdischen Staat. Wie viele hier habe ich Angst, dass die extreme Sprache in Gewalt umschlagen könnte. Proteste auch gestern Abend vor einem Pressedinner in Washington, an dem auch Präsident Biden teilnahm. Für ihn könnte die Wut vieler junger Menschen bei der Wahl im November heikel werden. Der Präsident versteht die großen Emotionen wegen des Gazakriegs. Aber wir verurteilen alle Hassreden und Gewaltandrohungen. Die Proteste sind wichtig, aber sie müssen friedlich sein. Schon bald beginnen vielerorts die Semesterferien. Unklar, ob das Land dann wieder zur Ruhe kommt.